B1.4. Die Punkte F-Element CE und G-Element BE legen die Strecke FG fest, wobei gilt, FG ist parallel zu BC und CF sind 3 cm. Ergänzen Sie die Strecke FG in der Zeichnung zu B1.1 und berechnen Sie den Flächeninhalt des Vierecks BCFG. So, was haben wir als drin? Wir haben Punkte F, die liegen auf der Strecke CE. Die ist also irgendwo hier zu finden, die Punkte F. Und G liegt auf BE, das heißt, die sind irgendwo hier zu finden. Wobei gilt, FG ist parallel zu BC, also hierzu parallel, irgendwie hier rein. Und weiter wissen wir, die Strecke CF ist 3 cm. Also, wenn F irgendwo auf der Strecke CE liegt und CF sind 3 cm, nehmen wir unser Geodreieck und zeichnen von C aus 3 cm in Richtung E und kriegen so den Punkt F. Der liegt also ungefähr hier. Und jetzt kann man die Parallele sehr einfach mit dem Geodreieck zeichnen. Entsprechend hinlegen. Parallele zeichnen. Und dann kriege ich hier den Punkt G auf der Strecke BE raus. So, erste Aufgabe schon erledigt, nämlich ergänze die Strecke FG in die Zeichnung. So, zweiter Teil, berechne den Flächeninhalt des Vierecks BCFG. Schauen wir uns an, wo liegt es drin, beziehungsweise wie liegt es drin. Das ist dieses Viereck hier. Und jetzt gilt es dran, wie berechne ich den Flächeninhalt. Hier gibt es wieder mehrere Möglichkeiten. Man sieht vielleicht eine recht deutlich. Man kann sich zum Beispiel überlegen, was ist das für ein Viereck? Ist es ein spezielles? Gibt es dafür eine Flächenformel? Habe ich dafür alle notwendigen Größen? Kann ich die ausrechnen? Die Strecke BC und FG sind parallel zueinander, das heißt, dass da unten gibt ein Trapez. Also kann ich wieder meine Formelsammlung mal hernehmen und gucken, wie lautet eigentlich meine Trapezformel. Wo habe ich sie hier? 1/2 mal a plus c mal h. Jetzt müssen wir herausfinden, was ist a und c. Das sind immer die parallelen Seiten im Trapez und h ist die Höhe vom Trapez. Also eine Strecke kenne ich, die BC mit 6,75. Aber ich kenne die Strecke C nicht, also wäre in dem Fall die Strecke FG und die Höhe vom Trapez kenne ich auch nicht. Wäre die Frage, kann ich das alles berechnen oder gibt es auch einen anderen Weg? Ja, ein zweiter Weg wäre zum Beispiel, ich schaue mir hier dieses große Dreieck an und ziehe davon das kleine Dreieck ab. Und dann bleibt auch genau hier diese Strecke, dieses Trapez BCFG übrig. Ja, also es würden tatsächlich beide Varianten funktionieren. Ich gehe jetzt auf die Dreiecke und sage, ich berechne das große Dreieck BCE und ziehe davon das kleine Dreieck EGF ab. Also ich sage, das Viereck BCFG ist nichts anderes als der Flächeninhalt des Dreiecks EBC minus Flächeninhalt des kleinen Dreiecks EGF. So, jetzt muss ich natürlich die Teildreiecke berechnen. Vielleicht noch vorneweg, bringt es mir überhaupt was? Kenne ich überhaupt alle Strecken für die Dreiecke? Oder muss ich auf das Trapez überhaupt zurückgehen? Das habe ich jetzt natürlich noch nicht besprochen. Schauen wir uns schnell an, Flächeninhalt vom Dreieck gibt es zwei Formeln, 1/2 mal Grundseite mal Höhe. Grundseite ist können wir zwar eine wählen, entweder EC oder EB, aber die Höhe kennen wir nicht. Andere Formel anschauen, die hier 1/2 mal Seite, Seite mal Sinus eingeschlossener Winkel. Da sieht man sofort, aha, die Seite kenne ich, die Seite kenne ich. Falls zu schief. Und den eingeschlossenen Winkel kenne ich mit 36,33 Grad. Also diese Flächenformel funktioniert. Und für das kleine Dreieck ganz ähnlich. Die Strecke EF, die kenne ich auch. Nämlich wenn hier FC 3 cm lang ist, dann ist EF dementsprechend 8 cm lang, also 11 minus 3. Zweite Strecke überprüfen, die da brauche ich noch, EG ist unbekannt. Ja, GB können wir nicht davon ausgehen, dass die auch 3 cm lang ist, weil sonst wäre die Strecke FG nicht mehr parallel. So, aber den Winkel kenne ich, das heißt, ich muss die Strecke EG noch berechnen, dann kann ich auch das zweite Mal die gleiche Flächenformel ansetzen. Also, Schritt 1, Dreieck EBC ist gleich 0,5 mal Seite mal Seite mal Sinus eingeschlossener Winkel. Schauen wir uns nochmal an, die erste Seite war die Strecke EC, mal die zweite Seite die Strecke BE.
mal Sinus des eingeschlossenen Winkels, das war der Winkel BEC. So, hier war alles bekannt, kann ich gleich einsetzen und ausrechnen. 0,5 mal EC waren 11, BE waren die 10,63 mal Sinus von 36,33 Grad. Das kann ich jetzt ganz normal in den Taschenrechner eintippen. Und dann kommt raus 34,64 Quadratzentimeter. So, erster Schritt schon erledigt. Gehen wir gleich auf das zweite, auf das kleine Dreieck. Flächeninhalt vom Dreieck EGF ist gleich, nochmal allgemein aufschreiben, 0,5 mal EF in dem Fall mal EG, also die kleinen Seiten, mal Sinus. Der Winkel ändert sich nicht. Der BEC ist immer noch oben drin. Wir könnten jetzt höchstens GEF nennen, aber lassen wir einfach stehen, ist ja der gleiche Winkel. So, schauen wir es uns an. EF ist bekannt, ja, das sind die 11 minus 3, die EC minus die FC. Die EG, die Strecke EG ist noch nicht bekannt. Die muss ich jetzt überlegen, wie ich die ausrechnen kann. So, schaue ich einfach nach, in welchem Dreieck liegt die. Liegt zum Beispiel im Dreieck EGF. Welche Überraschung. Was kenne ich alles in diesem Dreieck? Na, ich sehe auf jeden Fall, das Ding ist, also das Dreieck ist nicht rechtwinklig. Das heißt, ich kann höchstens mit dem Sinussatz oder mit dem Kosinussatz arbeiten. Kosinussatz funktioniert in dem Fall nicht, weil ich kenne die Strecke FG nicht und ich kenne die Strecke EG nicht. Also zwei unbekannte Strecken. Kosinussatz, der hier unten steht, funktioniert nicht. Also gehe ich auf den Sinussatz. Was brauche ich für einen Sinussatz? Zwei Strecken und zwei Seiten. Ich kenne eine Strecke hier oben mit 8. Die zweite Strecke wäre jetzt hier unten gesucht, die Strecke EG. Also es würde passen. Einen Winkel kenne ich mit 36,33 Grad. Ich brauche noch einen weiteren Winkel. Das ist in dem Fall ganz einfach. Da wir hier parallele Strecken haben, findet man diesen 98,9 Grad Winkel auch hier oben nochmal. Das ist dann ein F-Winkel oder Stufenwinkel. So, habe ich schon einen zweiten Winkel. Wenn ich zwei Winkel kenne, kann ich den dritten auf jeden Fall berechnen. Also der hier unten, damit kenne ich alle drei Winkel. Damit funktioniert auch der Sinussatz. So, stelle ich ihn auf. Ich fange mit meiner unbekannten Seite an, also der Strecke EG. Und dafür brauche ich dann den gegenüberliegenden Winkel. Das wären die 98,9 Grad. Also EG geteilt durch Sinus 98,90 Grad. Dann brauche ich die andere bekannte Größe, das ist oben meine EF mit 8 cm und ich brauche den gegenüberliegenden Winkel, der war den wir ausrechnen müssen und ja, das geht über die Innenwinkelsumme recht schnell. Also Sinussatz funktioniert, können wir weiterrechnen. So, Zwischenschritt. Für die Strecke EG brauche ich also den Sinussatz. Hier hatten wir EG durch Sinus des gegenüberliegenden Winkels. Schauen wir nochmal nach, welche das war. EG liegt der EFG gegenüber. Ja. Ist gleich die zweite andere bekannte Strecke. Das war die Strecke EF geteilt durch Sinus des gegenüberliegenden Winkels. Schauen wir uns nochmal nach. Das war der FGE. So, über die Winkel haben wir schon geredet. Der EFG ist im Prinzip der gleiche wie der Winkel aus dem großen Dreieck, der hieß ECB. Haben wir in der vorherigen Aufgabe berechnet. Der war, wo haben wir es stehen? 98,90 Grad. 68,90 Grad. So, der zweite Winkel, der FGE. Wie gesagt, dann kriegen wir über die Innenwinkelsumme 180 Grad minus die beiden anderen, also minus den ECB, minus, brauchen wir noch den BEC. Den haben wir in der ersten Aufgabe berechnet, in der zweiten P1.2 war da drin. 180 Grad minus, hier haben wir die 68,90 minus die 36,33 Grad. Und das rechnen wir auch im Taschenrechner aus, dann kommen 74,77 Grad raus.
So, jetzt haben wir alles bekannt. Oben einsetzen. EG ist also Sinus durch EFG. EFG haben wir gesagt, sind 68,90 Grad. Ist gleich EF waren 8 und Sinus 74,77 Grad. So, das kann man jetzt entweder in den Solver eingeben oder man löst es per Umformung. Ich muss zuerst unten hier den Nenner wegbringen. Das schaffe ich, indem ich damit multipliziere. Also mal Sinus 68,90 Grad. Und dann folgt daraus, EG ist gleich 8 mal Sinus von 68,90 Grad geteilt durch Sinus von 74,77. Das jetzt wieder ganz normal in den Taschenrechner eingeben und dann kommt eine Länge von 7,74 cm raus. So, damit kenne ich jetzt auch alle Größen hier für meine Flächenformel. EF waren wie gesagt die 8 cm, EG haben wir gerade berechnet, der Winkel BIC ist bekannt mit 36,33 Grad. Also setzen wir noch ein. Ja, schreibe ich noch hin. Flächenhalt von EGF war das. Ist gleich 0,5 mal 8 mal 7,74 mal Sinus von 36,33 Grad. Wieder einen Taschenrechner eintippen. Dann kommt raus 18,34 Quadratzentimeter. So, und der letzte Teil noch. Hier haben wir ganz oben stehen die beiden Flächeninhalte voneinander abziehen. Also die 34,64 minus die 18,34. Das war Flächeninhalt von BC. FG. Minus 18,34 minus 18,34 und das sind dann 16,30 Quadratzentimeter. So, damit wäre die Aufgabe gelöst und Flächeninhalt ist bekannt. Vielleicht noch schnell als Information, wie kann ich es über das Trapez berechnen? Und zwar geht das wie folgt. Ich mache mal alles weg, was wir nicht mehr brauchen. So. Und zwar muss man für die Flächenformel Trapez, ich tue es mal schnell her, die Strecke FG berechnen. Da, entweder man kann den Sinussatz anwenden, wie gerade eben gezeigt, kann man auch die FG berechnen. Oder man erkennt, dass hier im Prinzip zwei ähnliche Dreiecke drin sind. Und kann dann mit Hilfe des Strahlensatzes die Strecke FG berechnen. Ja, dann ist die bekannt. Also kenne ich schon entsprechende vom Trapez das A und das C. Brauche ich noch die Höhe? Das war jetzt eins zu viel. So, die Höhe kann ich berechnen, indem ich die einfach zusätzlich noch einzeichne. Höhe vom Trapez einzeichnen. Muss man hier bei F einfach senkrecht zur Strecke BC nach unten gehen, dann kriegt man hier einen rechten Winkel rein. Im rechtwinkligen Dreieck funktioniert das Sinus, Cosinus, Tangens und Pythagoras. Ich kenne die Strecke FC mit 3, ich kenne den Winkel 68,90 Grad. Die Höhe hier ist gesucht, das wäre im Prinzip die Gegenkathete zum Winkel. Die Hypotenuse ist bekannt und muss man einfach nur nachschauen, welcher Satz in der Trigonometrie arbeitet mit Gegenkathete und Hypotenuse. Und das wäre im Prinzip das Sinus. Ja, und damit kann man die Höhe ausrechnen und dann auch die Flächenformel ansetzen.